Hallo und willkommen zurück zu Iron Fury. Wir sind jetzt hier im zweiten Kapitel angekommen. Someone's already here. Guess I'm late for the class reunion. Aha. Ja, das war schon mal kein besonders guter Start. Ja, machen wir nochmal neu. Someone's already here. Guess I'm late for the class reunion. Ah. I like the way you die. Okay. Oh, da kommen Granaten angeflogen. Wo kommt ihr denn her? Na. Alter! Das sind irgendwie viele. About the mess. Okay. Speichere ich so langsam. Ah, die haben wir noch. Speichern wir mal. I really needed that. Aha. Okay. Nice. Da ist noch einer. Ah! Boah, das ist ja nicht so spektakulär. Thank you.
Say my name. Da waren noch ein paar mehr. Ja, die kann man besser für irgendwas Schwereres benutzen. Da oben sind noch welche drin. Was? Wo kam der her? How do you like your ribs? Ah, okay, deshalb kamen die von hier oben. You gotta keep them separated. Es ist interessant, dass er dann Waffen durchwechselt, auch die Munition durchwechselt. Schön die Treppen um hochspringen. Gut. Was haben wir hier? Alles mal anklicken, aber da kann man nichts machen. Domo arigato, Mr. Roboto. Noch was? Oh yeah. Nothing there. Na gut. Okay. Oh.
Da brauchen wir eine Karte für. Jo. Sehe ich leider nicht. Vielleicht habe ich ihn auch erschossen. Hier komme ich her. Da ist noch einer. Naja, aber das ist da etwas zu ungesund. Aha. Door unlocked. Die sind kaputt. Oh. Some assembly required. Eine Spiegel. Tief runter. Nothing there. Hat nichts zu sich zu sagen. Das war ja mal ziemlich sinnlos. Na gut. GDF. Na gut. Dann hätten wir das aber. Dann da geht's aber auch nicht weiter. Aha. Das ist ein Secret. Na gut.
Ja, einen Schlüssel könnte ich brauchen. Da geht's nicht weiter und da hinten hatten wir etwas getrappelt. Naja. Geht alles nicht auf. Die Textur kommt mir aber sehr bekannt vor. Na, da kann man was sprengen. Da gucken wir gleich. Da kriegen wir dann Respawn. So, aber da ist was zum Sprengen. Oder auch nicht. Na also. Es trappeln. Sehr verwunderlich, dass er keinen Respawn haben. Thank you.
Okay. So noch mehr. Oh yeah. Alle tot. Na, werden wir wohl von der anderen Seite aus reinkommen. Ah, Shooting Range. Nochmal gut gegangen. Gut. Guck mal hier noch. Ja. Gotcha. Diese Geräusche. Der ist das. Der hat aber auch so einen kleinen Radius, also die Sprengstoffe, die sind hier ein bisschen underwhelming, finde ich. Sprengstoffe von den Gegnern, die hauen ordentlich rein, aber die eigenen, ne. Rote Karte habe ich jetzt.
Das ist aber gelb. Da kam ich her. Da ist eine rote Tür. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen Sprengstoff. Okay, damit können wir jetzt hier um die Ecke schießen. Ach, das ist eine springende Waffe gewesen. Sterben dürfen. Aha. Brutzel, brutzel. Explodiert das Ding etwa? Secure area. Na dann. Dann steigen wir mal da ein. Da ist die gelbe Karte. Okay. Mm.
egal, die hängen im unteren Stockwerk jetzt irgendwo. Na gut. Ich meine, ja, fahren wir mal runter, machen wir die noch kaputt. Oder was war hier oben noch? Ach, da kann man jetzt nur normal raus. Na gut. Dann fahren wir nochmal runter. Keine Meisterleistung. Das ist hier alles sauber. Na gut. Dann gehen wir mal ins Freie. Das ist wahrscheinlich auch wieder etwas gefährlich. Ein Helikopterlandeplatz. Talk shit, get shot. Say my name. Trappel. Hangar. Ja. Okay, dann muss man da auch weiter. Hier ist nämlich sonst gar nichts und hier kann man auch nicht hoch. Ja. Thank you.
Ja, die KI ist natürlich schon klüger, als sie das bei den alten Spielen war. Dieses schnelle Herumgeflitze ist aber ja nicht unbedingt dem Spieltypen auch so zuträglich, würde ich sagen. Fahren. Nice. Naja. Da ist man sehr schnell tot. Ziemlich heftig am Ballern. Dann kommt mal her. Eingesammelt. We're done when I say we're done. Road close. Ist jetzt nicht so, als wenn man da weiter könnte, wenn das Schild da nicht stehen würde. Die geht nicht auf. Okay, ja, 4 Secrets, aber dann gehen wir mal weiter.
Und dann werde ich hier nochmal die gerade noch tot. So, dann werde ich mir hier auch einen Schnitt machen und dann schauen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das sieht auf jeden Fall, naja, etwas seltsam aus. Naja. Also wir hatten da diese realistisch anmutenden Level von Duke Nukem und Shadow Warrior eigentlich besser gefallen. Das hier ist halt schon wieder so ein bisschen Richtung Doom irgendwie, würde ich sagen. Ja, halt mit so leichten Cyberpunk-Anstrich drauf. Aber ja, ich finde das Level, wie die Level aufgebaut sind, das Design fand ich bei den alten Spielen, zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, gerade halt in den ersten Levels besser. Natürlich ist da auch bei den alten Spielen, dadurch, dass da weniger ja überall Kleinkram ist, hat man natürlich auch einen größeren Fokus auf das, was tatsächlich ist. Also wenn man sich beispielsweise an Duke Nukem das zweite Level erinnert, ist das, wo man am Anfang, ich glaube, durch einen Aufzug runterkommt und dann ist da links eine Bibliothek, da muss man die Straße entlang laufen und dann hat man ganz hinten so einen Eingang zu der Stripbar. Und davor muss man einen Knopf drücken und dann explodiert auf der anderen Straßenseite so ein Haus. Das ist halt voll das Ereignis gewesen damals in Duke Nukem 3D. Aber das ist natürlich so ein Ding, was jetzt hier in Iron Fury überhaupt nichts mehr auslösen würde. Ja, hier sind jetzt auch zwischendurch mal Sachen explodiert. Aber dadurch, dass in einem Level das einfach so vollgepritscht ist mit Zeugs, fällt das halt auch nicht mehr so wirklich auf. Da ist halt überall irgendwie sowas, aber es ist halt kein bewusstes Designelement mehr, was mir halt bei den anderen Spielen irgendwo besser gefallen hat. Auch diese kleinen Rätsel, wie halt bei Shadow Warrior ganz am Anfang typisch, das mit dem Fahrzeug, das habe ich jetzt hier ja auch noch gar nicht gesehen. Also hier hat man dafür, dass man immer mal wieder das mit den Ventilatoren hat, aber naja. Wir schauen beim nächsten Mal weiter. Also bis denne.